Aber ich glaube, da könnte man schon einhaken drauf. Also, dass zum Beispiel längerfristig sicher schwieriger und belastender ist als kurzfristig. Also, ich glaube, niemand stirbt, weil er quasi einmal bis um Mitternacht gearbeitet hat. Wenn du aber jeden Tag bis um 10 arbeitest, wird's, oder bis um 9 vielleicht sogar nur, oder bis um 8 kann auch sein, wird es natürlich wesentlich belastender. Und ich glaube, aus der Erinnerung fällt mir auch noch ein Ding ein, die Selbstbestimmtheit. Und da kommt natürlich auch wieder aber Reflexion ins Spiel. Ja? Also wenn du das Gefühl hast, alles, was du tust, ist fremdbestimmt und du bist eben nur dieses kleine Rädchen, wie du es vorher genannt hast, was sich drehen und drehen und drehen muss, dann ist natürlich sicher sehr schwierig, die Ausgangssituation. Und ich meine jetzt nicht schwierig, da was zu verändern, sondern schwierig in deiner eigenen persönlichen Wahrnehmung, weil wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Da wird es Aspekte geben, wo du nicht fremdbestimmt bist. Das fängt damit an, dass du immer deinen Job wechseln könntest. Und dann kommen natürlich viele Ausreden. Da sind wir jetzt wieder, du erinnerst dich aber am Anfang Ein- und Ausreden erwähnt, ja? Mhm. Na, ich kann den Job nicht wechseln, weil, naja, ich meine, wenn er dich krank macht, vielleicht solltest du ihn doch wechseln, ne? Oder, oder einfach einmal mit dem Vorgesetzten zu sprechen und zu sagen, hey, da ist zu viel Arbeit auf meinem Platz gelandet oder landet regelmäßig auf dem. Erstens, warum nicht mal die anderen? Zweitens, warum nicht überhaupt einmal irgendwie, ne? Und drittens, fällt uns auch noch was ein. Also ich glaube, das ist genau der Moment, wo eben Coaching und auch Supervision angreifen würde, ne? Um diese Enge, sozusagen diese gedankliche Enge aufzumachen und einmal zu schauen, was denn da für Möglichkeiten gibt. Und im Zweifel gibt es wahrscheinlich viel mehr Möglichkeiten, als man eben in der Situation dann vielleicht annehmen würde. Und das spielt ja alles nur damit rein, du musst das für dich öffnen, Möglichkeiten sehen. Und dafür haben wir genug Werkzeuge aufgezählt. Eben dieses Tagebuch, eben die Reflexion, eben die Meditation. Alles Möglichkeiten, um besser zu sehen, was da wirklich passiert und es nicht nur aus deiner eindimensionalen Sicht von dir, ohne drüber nachgedacht zu haben.